Ich habe da eine kleine Geschichte für euch, und zwar von einem Coach von mir. Folgendes: Getroffen habe ich ihn im Dezember 2018 bei einer Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Ja, sehr großer Mensch, sehr mächtiger Mensch vom Erscheinungsbild. Ich glaube knapp 2 Meter groß, über 150 Kilo schwer, also auch für die Größe natürlich viel zu schwer. Wir kamen kurz ins Gespräch und ja, er hat mir so ein bisschen sein Herz ausgeschüttet, dass er, ja, was seinen Körper anbetrifft, was seine Gesundheit anbetrifft, dass er da Probleme hat, zu hohen Blutdruck. Ja, seine Mobilität ist eingeschränkt durch das große Körpergewicht, durch auch diesen Riesenumfang, durch diesen riesen Bauchumfang. Und ja, hat natürlich auch schon einige, ja, Krankheitsbilder, die mit dem Übergewicht zusammenhängen. Das heißt, einmal einen viel zu hohen Blutdruck, dann Cholesterinwerte zu hoch, ja, immer mal wieder die Leber, die ein bisschen, ja, muckt, die ein bisschen schimpft. Schlaf nicht besonders gut. Kleine Firma mit insgesamt 4 Mann und immer wieder das Problem, dass er, ja, an seine eisernen Reserven muss, was auch sein Geld anbetrifft, da er immer wieder ja, seine Rücklagen für Steuernachzahlungen aufbringen musste. Und durch dieses ganze Szenario ist er immer wieder dahin tendiert, sich ungesund zu ernähren, schlecht zu schlafen, weil er sich gesund ernährt, weil er Sorgen hat, Sorgen zwecks seines Körpers, Sorgen zwecks seines Business und natürlich auch eben einfach Ängste in sich hat, seine Familie nicht versorgen zu können, Ängste hat, krank zu werden und eben kein guter Vater mehr für seine Kinder zu sein und eben einfach auch so Angst vom sozialen Abstieg, Angst, seine Firma nicht halten zu können. Wir hatten 20 Minuten Gespräch. Ich habe ihm auf die Finger gefühlt. Ich habe ihm gewisse Dinge erklärt, dass es einfach Regeln gibt, die man einhalten sollte. Denn wenn der Körper nicht funktioniert, wenn der Körper bedingt durch schlechtes Essen, keine Bewegung, sich nachts die Nacht um die Ohren zu schlagen, was nicht unbedingt mit seinem Geschäft zu tun hat. Dieses ganze Szenario dazu führt, dass nämlich der Körper immer weiter an Leistung verliert. Und wenn der Körper an Leistung verliert, verliert auch der Geist an Leistung. Wenn er so weitermacht, was sein Körpergewicht anbetrifft, was seine Vitalwerte anbetrifft, wird er früher oder später noch einen größeren Leistungsverlust haben. So, das war die Diskussion. Das waren auch, ja, sehr emotionale Momente mit dabei, bis er sich entschlossen hat, gesagt: Andreas, ich möchte in dein Coaching. Ich möchte in dein Coaching, es kann so nicht weitergehen und ich weiß, dass ich im Moment extrem großen Raubbau an meinem Körper betreibe. Ich fühle mich, ich bin nicht mal 50, fühle mich aber echt wie 60. Und tatsächlich war es auch so, dass sein Erscheinungsbild, sein Bewegungsbild nichts mit dem unter 50 zu tun hatte, sondern eher eines 60-Jährigen. Körperhaltung, energetisch gesehen, rund, Schultern hängen nach vorne, Bauch steht vor, keine Körperspannung und auch komplett die Körpersprache energetisch arm. Gut, wir haben angefangen mit dem Coaching und wir haben Step by Step umgestellt. Er hatte vorher nur 2 Mahlzeiten, hatte kein Frühstück, hatte immer wieder zwischendurch Zwischenmahlzeiten, hat auch abends mal gegen später nach 20, 21 Uhr hier und da ein Gläschen Bier, da ein Gläschen Wein und immer auch wieder mal, ja, Süßigkeiten, Chips und solche Dinge. Also ganz viel Dinge, die er tagsüber nicht gegessen hat, in gesunder Form abends und nachts kompensiert. Das haben wir umgebaut. Er hat ganz klar ein Zeitmanagement bekommen. Wann isst er, wann frühstückt er, wann isst er zum Mittag, wann isst er zum Abend? Plus minus halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Er hat einen relativ einfachen Ernährungsplan bekommen. Einfache Dinge, die man sich mitnehmen kann. Es wurde vereinbart, dass er abends mit seiner Frau gemeinsam in der Küche sein Essen für am nächsten Tag vorbereitet, fürs Frühstück, fürs Mittagessen.
Es wurde vereinbart, dass es Alkohol in Form von Wein nur noch am Wochenende gibt. Ein, zwei Gläser Wein am Wochenende abends. Und er bekam dazu einen dreimaligen Trainingsplan beim Einstieg von ca. 45 Minuten. Ein Kraftausdauertraining, sodass die roten Muskelfasern belastet werden, sodass der Fettstoffwechsel aktiviert wird. Sein Ernährungsplan wurde so aufgesetzt, dass er ein Pendelverfahren hatte. Das heißt, an den Tagen, wo er sich sportlich betätigt hat, diese dreimal in der Woche, bekam er etwas mehr Energie in Form von Energielieferanten. Und in Tagen, wo er das nicht gemacht hat, hat er weniger bekommen. Das nennt man Carb-Cycling-Pendelverfahren. Diese Kombination aus dem Carb-Cycling, also Pendelverfahren, Ernährungsplan, so weit wie möglich gesund und artgerecht, Abstände ca. 4-5 Stunden von einer Mahlzeit zur anderen. Die bewegen dazu und natürlich auch Schlafrituale, die ich mit ihm vereinbart habe. Denn er hatte davor, was Schlafrituale betrifft, überhaupt gar keinen, sondern bis um 12 Uhr am Handy, manchmal halb eins am Handy, am Rechner, irgendwelche spannende Sendungen angeguckt. Also er hat sich nie auf Schlafen vorbereitet. Auch das wurde geregelt, dass er immer so eine halbe Stunde bevor der Bettzeit, die Bettruhe war, dass er sich auf die Bettruhe vorbereitet hat, dass er ruhige Musik angehört hat, dass er kein Handy mehr, das heißt abends 22 Uhr war das Handy aus, war die Vereinbarung. Er hat sein Handy so geschaltet, dass die Apps alle um 22 Uhr ausgehen, dass morgens die Apps erst um 7 Uhr wieder angehen. Dazu haben wir geplant Achtsamkeitszeiten, erstmal 2 Stück, a 5 Minuten. Das heißt, wo er meditiert hat, meditiert, Atemübung gemacht hat, ein sogenanntes Herzvariabilitätentraining mit Messgerät, wo man sehen konnte, inwieweit er sich entspannt. Da habe ich immer die Daten zugesendet bekommen und ja, da haben wir die Maßnahmen Step by Step umgesetzt. Es war am Anfang so, dass es am Anfang sehr schwierig war für ihn, weil er aus diesen alten Routinen nicht so richtig rauskam. Seine Glaubenssätze waren auch noch krass tief verankert, weil er schon öfters probiert hat, Gewicht zu reduzieren, weil in seinem Universum, in seiner Welt gab es gewisse Regeln und diese Regeln zu überschreiben, diese Routine, diese alte Routine durch neue zu ersetzen, das dauert eben mal 6-8 Wochen, regelmäßig diese neue Routine anzuwenden. Und in den ersten paar Wochen ist er immer wieder zurückgefallen in die alten Routinen. Ich konnte auch mal wieder rausziehen, auch mal wieder ihn überzeugen davon, dass das, was er da tut, ein Investment ist in seine gesunde Zukunft. Denn nur so hat er die Chance, sich erstmal körperlich wieder zu retten und zweitens, war auch die Garantie von mir, wenn er das schafft, sich körperlich wieder auf einen guten Standpunkt zu bekommen, dass dann auch sein Business wieder wesentlich besser läuft. Ja, und jetzt zwischenzeitlich ist es so, dass er hatte vorher 4 Mann, zumindest bei 6 Mann, sein Umsatz hat sich um 20% verbessert innerhalb von einem Dreivierteljahr, körperlich über 20 Kilo abgenommen. Sein Mindset ein ganz anderes und sensationell. Er arbeitet jetzt wesentlich weniger, was die Arbeitszeit anbetrifft. Er ist jetzt nicht mehr bei 70 Stunden, sondern nur noch bei 55 bis 60 Stunden. 20% mehr Umsatz und seine Körpersprache ist krass anders. Vorher eine Körpersprache eines knapp 60-Jährigen mit unter 50 Jahren. Jetzt eine Körpersprache, die zum Alter passt. Ein Charisma, das zum Alter passt. Ein Charisma, eine Körpersprache, die sagt, yes, ich bin hier, ja, ich lebe, ja, mir geht's gut. Für mich sensationell. Denn daran kann man wieder mal erkennen, wenn Menschen in ihre Gesundheit, in ihren Körper investieren, in Form von gesunder Ernährung, in Form von regelmäßiger Bewegung und in Form von Achtsamkeit, dass sie auch mal im Hier und Jetzt sind, dafür sorgen, dass das Gehirn auch mal eine Auszeit hat, Ruhephasen hat, dafür sorgen, dass sie eine saubere Schlafroutine haben, einen schönen, tiefen 7-Stunden-Schlaf. Sorgt für was? Natürlich einmal für mehr Leistung am nächsten Tag. Zusätzlich eine ganz andere Körpersprache, ein ganz anderes Charisma. Wenn man mit sich zufrieden ist, wenn man mit sich im Reinen ist, wenn man gesund ist, hat man eine andere Ausstrahlung. Und schon geht es auch im Betrieb nach oben und schon ist natürlich auch der Verkauf viel einfacher, weil jeder muss sich ja stückweise verkaufen für seine Dienstleistung, was er anbietet. Und in dem Moment, wo jemand zur Tür reinkommt und strahlt, in dem Moment, wo jemand zur Tür reinkommt und eine ganz andere energetische Körpersprache hat, ja, da wird alles viel einfacher. Da wird auch die Argumentation fürs Produkt viel einfacher.
Und das hat bei ihm eingeschlagen wie eine Bombe. Nach einem Dreivierteljahr den kompletten Change, die 180-Grad-Wendung vom über 150 Kilo Bomber, der sich gar nicht wohlfühlt, dem es ganz schlecht geht, der unglaublich schlechte Vitalwerte hat, eine Firma, die immer wieder am Existenzminimum kratzt, jetzt zu einer gesunden Firma, zwei Leute mehr, weniger Arbeitszeit, dafür in der Arbeitszeit viel kreativer, ein besserer Papa, weil er sich jetzt wieder Zeit nehmen kann für seine Kinder, auch sich ganz anders bewegen kann mit seinen Kindern, die eben gerade mal zwischen 10 und 15 Jahren alt sind, auch wieder was unternehmen, weil er wieder aktiv sein kann, wieder Leistung hat, den ganzen Tag Leistung hat, am Wochenende eben nicht auf dem Sofa rumdümpeln muss, weil er erschöpft ist, abends eben auch noch aktiv sein kann, weil er viel Leistung hat. Und das ist sensationell. Immer wieder für mich überhaupt das Erfolgserlebnis überhaupt, wenn Menschen durch Investment in einen gesunden Körper wieder einmal für den Körper maximal viel erreichen und dazu auch in der Firma und in der Beziehung sich alles ändert und das durch Vitalstoffe, durch gesunde Ernährung, durch regelmäßigen Schlaf und regelmäßige Bewegung. Das ist sensationell. Mega. Mega, mega, mega. Und die Geschichte wollte ich euch erzählen. Und wenn du jetzt auch gerade davor sitzt, sagst, ich höre da ein bisschen was raus. Ich könnte da auch ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich habe da auch Bedarf, was die Ernährung anbetrifft, was die Bewegung anbetrifft. Achtsamkeit, Schlafrituale. Wenn du das jetzt gerade denkst, dann geh einfach nach unten, drück unten auf den Link drauf und dann haben wir in Kürze unser erstes unverbindliches Beratungsgespräch und dann kann ich dir zeigen, mit welchen Maßnahmen du bei dir für mehr Leistung, für mehr Achtsamkeit, für mehr Vitalität sorgen kannst und das sich natürlich auch in deinem geschäftlichen Umsatz bemerkbar macht. Vielen Dank, hier war Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.